Herzlich willkommen zurück zum Finale von Tales of Vesperia. Zumindest denke ich, dass es das Finale werden wird. An der Länge der Folge könnt ihr schon wahrscheinlich abschätzen. Ich habe nochmal Stevens Essen draufgehauen, weil wir hier einen Heilpunkt hatten und es könnte ja ein Bossfight kommen. Ich dachte mir auch, ich sollte mal eben diese komischen Stat-Boost-Items verbrauchen. Die meine ich jetzt nicht, sondern ich meine die Stat-Boost-Items, die man normal finden kann. Ich weiß gar nicht, wo man die findet. Wahrscheinlich hier? Ja. Okay, hauen wir die mal alle raus. Und zwar Max KP, das ist nicht so viel alles, ne? Mehr TP. Könnte sie echt gebrauchen, ehrlich gesagt. War um 1. Das ist so lächerlich. Okay. Kann natürlich ein Fehler jetzt sein, wenn ich jetzt nach dem letzten Bossfight merke, das geht mit Raven nicht. Kann natürlich sein. KP hat er genug, wegen seinem Stat-Boost, die er hat. Ja. Geben wir da ein paar Mal von Yuri, falls sie ihn noch brauchen. Verteidigung. Er ist ja relativ hoch, ehrlich gesagt. Hier würde ich gerne Rita ein bisschen buffen, weil sie hat echt wenig Verteidigung. Magischer Angriff ist Rita, das ist absolut keine Frage. Magische Verteidigung. Ah, da ist Yuri ein ziemlicher Lauch, ne? Bewegung um 1 erhöhen, wow. No one cares, I guess. Das war's schon. Ja, so viel haben die echt nicht gebracht, ganz ehrlich. Okay, Leute. Ich weiß, was jetzt erwartet, die Treppe hoch, aber ich bin gespannt. Es ist ein normaler Gegner, der mich ausweichen muss. Weil ich nämlich nicht mein Buff-Essen verlieren will. Nein, geh weg. Nein, wird mich kriegen, oder? Perseus, ein Messer, das nach einem uralten Helden benannt wurde, kann den Kopf eines Monsters abtrennen. Oh, ich dachte, ich hätte es geschafft. Bis gleich. Das war gerade echt ein komischer Kampf, weil Judith hat irgendwie angefangen. Nicht deswegen, sondern Judith hat irgendwie angefangen, nur noch blöd durch die Gegend zu laufen. Ohne zu kämpfen. Ich habe keine Ahnung, warum. Habe ich ihre KI irgendwie umgestellt aus Versehen? Eigentlich nicht. Nö. Ich hoffe, das war irgendwie ein Bug, aber wenn so ein Bug im Bossfight passiert, dann heul ich. Also nicht heul ich, nicht wirklich, aber ich meine, das wäre schon ziemlich ätzend, oder? Ich spare hier jetzt nochmal, weil ich den besiegt habe. Und das geholt habe. Und dann muss ich nochmal kochen. Sehr gut. Aber sie ist echt nur noch irgendwie rumgestanden oder rumgelaufen. Ganz komisch. Und ich habe nichts verändert in der Taktik, gar nichts. Habe ich auch nicht erlebt. Hier ist auch noch eine Truhe. I don't care. Ich muss doch nur noch mal kämpfen und wieder zurück. Nee, nee. Das spare ich mir jetzt einfach mal. Oh ja, das sieht episch aus hier. Okay. Ich möchte mal kurz gucken, ob diese Waffe für sie noch gut war. Ich weiß, dass manche Leute wahrscheinlich jetzt denken, wie kannst du die Truhe da liegen lassen? Ich tue mir auch ein bisschen weh, aber dann muss ich noch mal ganz zurücklaufen für die optimalen Werte und für die volle Heilung, und das sehe ich jetzt gerade nicht ein. Es verringert ihre Defense, aber was ich nicht so geil finde. Aber dafür hat sie dann Reinkarnation. Ah, okay, das ist auch Blödsinn. Nee. Nutze ich ja gerade eh nicht, was soll's. Okay. Das sieht aus wie... Da ist jemand gespawnt, das ist aber nicht Duke. Oh Gott! Nicht im fucking Ernst, was machst du denn hier? Das ist Sagi, oder? What the fuck? Sagi, Alter. Und diese komische Maschine, die sich hier angebaut hat, die ist völlig korrumpiert, oder wie? こんな高いところまで疲れたじゃろ。わざわざご苦労さんじゃの。本当にしつこい野郎だな。何度も言わせるなっつったろ。てめえに用はねえんだよ。世界を救うためか。急がないと世の中ぐちゃぐちゃだからか。分かってんなら邪魔しないでよ。 おいおいおいおい、だからこそ意味があるんだろうが。こいつ、何言ってんの？
こいつを見な。この先の封印式の構成式を。つまり、この腕をぶっ壊さない限り、この先には進めねえな。 Das sage ich hier nochmal auftauchen würde. Wow. Yuri! Sekaito era o skrita kereba, ore to nobori tsumeru shika nai mitai da ze. Doushite? Naze konna muimi na koto o? Muimi? Muimi da to? Imi nara aru daro ga. Kono hou ga maji de iwareru daro. Zagi. ここまで行かれた野郎だったとはな。 いいぜ、 蹴りつけてやる。 怒れ、 もっとだ、 もっと高ぶれ、 マジで来い。 出ないと、 登り詰められないからな。 Okay, Sagi. Die ist auch nicht mehr zu helfen. Let's go.頭一本突き抜けてるわね。俺は貴様が死ぬまで追い詰めてやる。しつこくすりゃいいってもんじゃないわよ、ヤボちゃん。減らず口も叩けるうちに叩いとけよ。負け犬ほど声が大きいって言うわよ。ほらほらほらほら、押し倒したらどうだ。やれるだけやりましょう。ふっ、俺も宿敵を持って槍や槍、エンディア、ほら、 この身を任務して敵を食え。倒してるぜ。倒してるぞ。天月突破、天破突進、天月突破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 、
Nein! Oh, direkt, Alter! Direkt! Alter Schwede! Oh nein! Die ist tot. Nutzt ein Item, ist schneller als eine Zauberei. Nutzt ein Item auf sie, Trank des Lebens. Ich heile euch. Es ist Zeit zu sterben, mein Freund. Es ist dringend Zeit zu sterben, habe ich gehört. Ja. Tougher Fight, aber definitiv nicht absolut unfair. Aber hier schlimmer sollte, wie gesagt. Ui. Dämonensiegel. Okay. Er braucht schon Yuri. いや、体もプラスティアに変えてこよう。そうすりゃ、もっと楽しめる。そうだろ、ユリ。ユリ。地獄でやってろ。 Das war's für Sagi. Auf jeden Fall. Ja, aber komm, alter, er hatte die ganze Welt aufs Spiel gesetzt, nur für seinen Wahnsinn, also. Hito kara rikai saretsu, tatakai ni muriyari imi o tsukete, awarena hito. Are demo, sono suji ja kekkou shirareta na dattan dakedo ne. Vergessen wir es bestimmt nie, ne, stimmt wohl. Otakura to kakawatte kara. なんだか妙なことになってた。あの人、本当に戦いを楽しんでるみたいでした。ユーリとなら本気で戦える、そう思ったんじゃないでしょうか。それって、ユーリくらいしか本気で戦える人がいなかったってこと？知るかよ。あんな行っちまったやつのことなんざ。力を持て余したやつのなれの果て。 じゃの。つまんねえことで時間食っちまった。行こうぜ。ジュリー？ええ、わかったわ。バウルがどうかしたのか？大丈夫。外の様子を聞いてただけ。生命力吸引の術式、どれぐらい組み上がってる？バウルは術式のことわからないから。あ、そうよね。 Okay, Leute. Ich glaube, erstmal jetzt zum Speicherpunkt zurück und speichern heimlich davor, bevor ich weiterlaufe. Das ist besser. Dann sehen wir uns gleich hier in dem Raum wieder, okay? So, da sind wir wieder. Ich hab auch noch die Truhe aufgemacht, die wir vorher liegen lassen haben. Da war aber auch nur so ein Gummi drin, also was soll's. Baul auf sich allein gestellt haben wir auch noch. Koko ni kite kara zeibun jikan ga tatte shimatta kedo. Baul wa dou shiteru kana? Oriko-san ni chan to rusuban shite kureteru no ga ne. Ongai hi no hikari no ataranai tokoro ni wa iran nai tte kaechatteru kamo yo. Zeibun ja arumai shi. Ara, shounen ni sonna koto iwaretara, ossan honto ni kaechchau wa yo. Kaereba? Demo, jutsushiki no chikaku dakara, Baul mo kitsui in janai no? Sou ne. 昔のバウルだったら耐えられなかったかもしれないわ。でもエンテレケアとしては若いかもしれないけど、成長したバウルならまだまだ平気よ。ジュディスはバウルを信頼しているんですね。おっさんもバウルみたいに信頼されたいわ。セットにマウアで einschießen könnte, weil das sieht irgendwie so aus, oder? So nicht
kann nicht der Weg zum Boss sein, also zum letzten, weil wir haben ja dieses Kraftfeld da oben gesehen, was Sagi seiner Aussage nach dicht gemacht hat. Also müssen wir wahrscheinlich da auch lang. Auch wenn das hier gerade so wie so ein letzter Weg aussieht, den man läuft. Ich hoffe nicht. Da waren noch mal Truhen, ne? Sicher, sicher, komm. Ich weiß es nicht, ne? Ich sehe mich nicht mehr. Okay. Also Schwert drinne. Berserkers Herz. Trägt die Seele eines uralten Kriegsgottes in sich. Vielleicht unaussprechliche Macht. Extra für Flynn eine Waffe. Interesting. Ja, komm, rüste einfach aus, das Ding geht echt ab. Okay, ich sehe mich kaum, als sehe ich mich wieder, sehr gut. Und eine nette Aussicht hier gehabt, ne? So, hier ging es nicht lang, richtig? Nee. Aber hier geht's lang. Effekti-Ring. Ein Ring mit eingravierten Teufel. Reduziert jeglichen Schaden um 15%. Das ist ziemlich cool, ehrlich gesagt. Das ist extrem cool. Das klingt so gut, dass es vielleicht besser ist als der Umhang, den sie trägt. Na klar, ihre Werte sinken jetzt, aber sie kriegt ja prinzipiell weniger Schaden. Ist das Ding immer noch deaktiviert? Ja. Das sind wahrscheinlich Wege, um schnell durch den Dungeon durchzukommen. Eher zum Backtracken vielleicht, oder zum Rauskommen wieder. Ich hoffe es zumindest. Nein, Moment. Wir haben gerade kein volles Dings. Ich könnte das voll machen. Oder zumindest, ja, ich mache sogar voll, glaube ich. Warum nicht? Oder zumindest ein Punkt reinkommen. Wo ist der Limit-Trunk? Leider bin ich blind. Warum sehe ich es nicht? Da. Ach ja, stimmt. Die konnte man ja nur in Kämpfen verwenden. Doof. Warum auch immer. Ich sehe da keinen guten Grund für. Okay. Der Dungeon ist noch nicht vorbei. Das Ende von Sagi. Kaladbolg, einst besessen von einem Helden, der seine Heimat verließ. Das Schwert soll mit Verrat und Trennung verflucht sein. Sehr cooles Teil. Yuri, was hältst du denn davon? Mhm. War echt ziemlich nice. Und Weltchen 2 halte ich eh für wenig funktional, vernünftig. Also nimm, komm, das sieht viel geiler aus als dieses komische Spielzeugschwert da. Das Ende von Sagi. Sagi. Und du hast ja nicht so gut. Ah, die Energie muss ich noch in einem anderen Ort machen. Ich habe mich mit dem Taitou gefunden, aber ich habe mich mit dem Taitou gefunden. Das ist der Taitou. Ah? Der Taitou hat den Taitou verloren, Duke. 対等の者の存在を認めなかったアレクセイ。そんで、ザギ。力があるやつってのは、力のある立ちがいないと、なんか歪んじまうのかもね。そんなもんなのかね。ドンにはベリウスという対等の友がいたっしょ。随分、共に難しいこと言うよね。あ?すげえ渋くていいカスコメントしたのに、そりゃねえよ、少年。ははははは。ま、<笑> Ich will nicht gegen dich kämpfen. Danke. Bis gleich. Ich hätte mal diese Level 60 Titel übrigens auch keine Kostüme oder sowas, ne? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das sind einfach nur Titel für Level 60, denke ich mal. Ja, gut. Sagi Teil 2. Sagi ってやつ、どうしようもないやつだったけど、なんか哀れ。あら珍しい。あなたにとっては
何あいつじゃバカっぽいの種類の人だと思ったけど似てない。モノマネしないで。あらごめんなさい。他の人よりできちゃうとね、物足りないと思う時があるのよ。毎日が私がとっくに見つけてたことを一月も二月も後に危機として話し合ってる奴らを見てると、こいつらと話してもつまらなそうって思っちゃったりしてた。彼がそれと同じだった。そうなのかもなってそう思うとなんかね。なんでこんなことあんたに話してんだろう。忘れて。ごめんなさい、私物覚えがいいの。あ、じゃあ秘密にして。分かったわ。 Noch mehr Geheimnisse zwischen euch? Ein Moment eben. Jetzt kann's weitergehen. Ist da unten noch was Relevantes? Jetzt sind wir so nach oben. Ne, da ist die Treppe kaputt, okay. Und da haben wir eine Truhe mit einem lustigen Bug. Ich will nicht. Ich kann ihn mit dem Ring nicht treffen. Warte mal. Vielleicht funktioniert es ja schon gegen die. Ach, falsch. Tatsächlich, okay. Energiestab. Sieht finster aus. Eine Versuchssache zum Verschließen gebündelter Kraft. Ein starker Geist führt zu einem kraftvollen Angriff. Ich mag meinen Sternstab plus 1, aber... Ja, stärker. Antimagie. Resistenz gegen alle Zaubereffekte, Erholungsangriffs und Verlustungsmagie wird annulliert. Das klingt ziemlich krass. Irgendwie. Aber der Start, den ich jetzt habe, echt viele gute Sachen, ne? Bleib erstmal lieber dabei, oder? Ja, komm. Ich müsste bei ihr so viel umstellen dann, an den Fähigkeiten, an den FP-Fähigkeiten. Erst benutze ich den Stab, den ich kenne. Dem ich vertraue. Der Stab meines Vertrauens. Ist er rein? Nee, ne? Dann schätze ich mal auf der anderen Seite. Hast du noch eine Truhe da hinten? Ich sehe zumindest keine. Dann renne ich auch nicht zu dir. Jetzt ist dieser What the fuck Moment. Nein. Okay, das haben wir noch ein drittes Biom, nenne ich das mal, in diesem Dungeon, das total abgefuckt aussieht. What the fuck? Und neue Gegner sind hier auch. Die werden sich immer angucken. Der sieht cool aus. Zitrone, Ananas, Moment. Die könnte ich noch nutzen, so einigermaßen. Wirklich? Ach, die Ringe, ne? Oh, ach, das den da hinten treffe ich. Mhm, ja klar. Aber dich treffe ich nicht. So doof manchmal. So doof. Ach komm. Hä? Ach, ich dachte wegen heiliger Ring wahrscheinlich. Da kann man die am Ring nicht treffen. Also wegen heiligen Trank kann man sich im Ring nicht treffen. Das wollte ich sagen. Nein, ich mag den großen Turtle Boys. Die sind so langsam, dass sie meistens gar nichts machen können. Die tun mir fast ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Du bist auch neu. Komm, alles was neu ist, wenigstens Arm bekämpfen jetzt hier. ピストスイ。ゲッパチング。おっとね。無慈悲でなもなく。ピストスイ。ピカピカに光ってるわよ。 Nice. Der wird abgebrochen oder gebrauchen, ne?
Und Big Golem, hier möchte ich mir auch noch ein Level abgeben. Jetzt gerade eh keinen Trank mehr aktiv, aber komm her. Gambatte miru ka ne? Misto sugi! Nice. Also ankommen tun wir die Gegner ganz problemlos. Ich finde sie sogar angenehmer als manche von oben. Alter, was für ein Ort hier. Das erinnert mich so ein bisschen, ganz ehrlich, das erinnert mich tatsächlich ein ganz bisschen an das letzte DLC von Dark Souls 3, wer es kennt. Dass hier alles so zusammengeschmolzen, zusammenfällt. Ich weiß gar nicht, wo zuerst lang sollen, ehrlich gesagt. Aber ich brauche auf jeden Fall wieder einen heiligen Trank. Wenn ich wirklich noch Training brauche, kann ich das immer noch machen, wenn ich meinen Heilpunkt finde oder so wieder. Ich werde einfach alle von diesen Dingern abschießen, ne? Das scheint mir sinnvoll. Ja, hätte ich mal im Kampf benutzen sollen vielleicht. Gott, das könnt ihr... Wie weit führt denn die ganze Mist hier? Ja, das ist wieder so ein richtiger Riesen-Final-Dungeon, ich merke das schon. Ich gehe erstmal in eine Richtung weiter, sonst komme ich hier nirgendwo hin. Jetzt habe ich irgendwo anders das verändert. Gut, das war schon mal gut, das gemacht zu haben. Wahrscheinlich mussten wir das machen, um später weiterzukommen. Das war mit Sicherheit schon mal das Richtige. Aber hier komme ich her. Hier komme ich her. Hier haben wir noch so ein Ding. Da hinten sieht das größer aus. Da ist der Teleporter da hinten, ne? Da ist wieder ein Teleporter, okay. So, jetzt kommen wir schon mal zur Tour. Das ist cool. Du stehst da ein bisschen blöd, aber ich umrinde dich einfach. Ein Spezialgummi. Kann man mitnehmen. Weiter geht's hier aber noch nicht. Es könnte aber nachher hier zu Ende gehen, ne? Wenn wir alle Dinger benutzt haben. Geht's hier auch lang? Nee, es sah ein bisschen so aus, aber... Ah, dieser Dungeon. Immer diese finalen Dungeon. Ich frag mich wirklich, ob die Folge nicht zu lang wird, wenn wir jetzt so weitermachen. Ich hätte nicht noch ein ganzes Biom erwartet, ehrlich gesagt. Ich meine, ich hatte schon viel längere finale Folgen, als das mal wirklich sein musste. Person halt 3, Hust, Hust. Aber, naja. Ja, gut, nimm einfach mit. Jetzt gehen wir schon weiter hier, ne? Nee. Das ist ein Shortcut. Wir müssen doch das eine Ding da hinten oder das hier vorne machen. Eins von beiden. Halt, ich habe keinen Schrank mehr aktiv. Auch wenn die Gegner hier angenehm sind, aber... Gerade möchte ich einfach vorankommen. Am besten nochmal zum Heilpunkt, ein Speicherheilpunkt, der nochmal kommt, hoffentlich. Und dann kann man immer noch sagen, okay, ich bin zu schwach. Ich laufe nochmal zurück. Okay, das ist schon mal ein Weg zur Truhe. Das gefällt mir. Und das könnte der letzte, den wir drücken sein. Das könnte der letzte sein, den wir drücken müssen. Eine Runenjacke. Die sind ziemlich gut. Die habe ich bisher auch für eine von euch beiden noch nicht. Ich hoffe, für Still habe ich sie noch nicht. Genau. Die sind nämlich echt gut. All diese Runenrüstungen sind klasse, weil sie auch Resistenz gegen alle vier Grundelemente bieten. Das ist super gut. Plus die Tatsache, dass sie sehr stark sind. Ah, nee, ich dachte gerade, mein Trank wäre abgelaufen. Ist mein Trank jetzt gerade abgelaufen? Wehe. Nee, gut, ich dachte, mein Trank wäre genau in dem Augenblick abgelaufen, wo ich in Angriffsreichweite wünschte. Jetzt müsste wahrscheinlich das letzte Ding runtergegangen sein. Das heißt, wir können jetzt dahin. Habe ich recht? Oder habe ich recht? Ich habe nicht recht. Shit. Okay, das heißt, uns fehlt noch irgendwie einer, oder? Aber wir waren auch hier noch nicht ganz runtergelaufen. Hier könnte noch was sein. Hallo. Ich glaube, dich muss ich besiegen. Aber ich gucke erstmal hier. Hier ist der andere, wo wir herkamen, oder? Ja, okay. Ich glaube, an ihm müssen wir leider vorbei im Kampf, anders geht's nicht. Ja, bis gleich. Ja, also ganz ehrlich. Die Gegner sind ziemlich angenehm und wir löschen die auch übelst aus dem Leben. Die haben keine Chance. Da geht's nicht lang? Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe doch alle gedrückt, oder nicht? Alle von diesen komischen Leuchtknöpfen. Auch sag mir nicht, dass man die irgendwie in einer gewissen Reihenfolge... Nee, ich kann die nicht mehr ausmachen, oder? Was habe ich denn jetzt übersehen? Ich kann euch nicht wieder ausmachen, Gott sei Dank.
Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Geht's da hinten jetzt weiter, wo ich vorher schon mal war? Ich habe keinen Trank mehr aktiv. Gerade so gemerkt, als er mich anrempeln wollte. Ach, hier geht's noch. Also manchen Mal sieht es halt aus, du könntest da noch lang gehen, manchmal siehst du es halt nicht. Dreimal Wundergummi, kann ich die vielleicht noch vorher sinnvoll nutzen? Ein bisschen zumindest. Die heilen ja beides, ne? Die Wundergummis. Ja, das wird der letzte gewesen sein da hinten. Sehr schön, wir kommen voran. Das gefällt. Das hier ist gerade ein echt angenehmes Plätzchen, finde ich. Viel angenehmer als die beiden Plätzchen hier vor irgendwie. Weiß auch nicht warum. Weil die Gegner auch so angenehm sind. Vielleicht gefällt mir die Ruhe vor dem epischen Finale, was wahrscheinlich gleich anstehen wird, auch einfach besonders gut. Geht's jetzt hier endlich lang oder nicht? Es sieht nicht so aus. Habe ich jetzt irgendwo anders einen Weg freigeschaltet, der vorher nicht da war? Oh Gott. Ich habe diesen Ort gerade gelobt. Und jetzt, sowas. Geht's da hinten jetzt weiter? Ich glaube fast schon, oder? Weiter als ich vorher war, meine ich. Ja. Vorher ging es, glaube ich, nur bis zur Truhe. Jetzt ging es mal nicht nach rechts so weit. Okay, hier ist noch so ein Ding. Und ein Kaiserinnengewand. Ein sehr filigranes Kleid. Die Eleganz- und Schutzeigenschaften sind kaiserlich. Ich habe mir auch so ein Runending, was ich eigentlich behalten wollen würde. Außer das Ding ist wirklich besser. Resistenz gegen andere Elemente und bessere Werte erkommen ist in Ordnung. Hi. Ich hoffe, du warst jetzt der Letzte, aber ich bin mir nicht sicher, weil das wieder so rechts klingt, das Geräusch. Dahinter war jetzt nichts mehr, wo man irgendwie hin kann, oder? Nee. Manchmal hat man so Invisible Walls und manchmal wundert man sich, wo man überall hin kann. Ach komm, naja, bis gleich. So schwach sind wir auf keinen Fall. Die putzen wir so weg. Die Unbesiegbaren, ja genau, das Gefühl habe ich auch fast. どんな時でもキラキラ無敵強い負けない不動のギルドブレイブベスペリアそんな風に油断してると足元救われるわよちょっと人がいい気分でいたのにおっさんが一番油断してるじゃないのあらそれは演技でしょのほほ分かってらっしゃるさすがジュディスちゃん大人の女なかなかお子様たちには分かってもらえなくて おっさんが嘘つくとき耳が動くんだよな。あ、レイブ、耳動いてる。確かに耳が動いてるの。何言ってんのよ。なわけないでしょ。俺様はいつも冷静沈着、慎重に行動してるのよ。あ、また耳が。とりあえず、おごらず行動は慎重にってことですよね。 Das haben wir jetzt bekommen, weil alle Level 60 geworden sind, ne? Ah, okay, interessant. Okay, okay. Wir haben keinen Trank mehr aktiv, ich merke schon. Ah, jetzt können wir lang. Und da sind noch zwei solche Dinge, die wir abschießen müssen. Oh ne, ich komme nicht an die vorbei, doch. So, okay. Zwei Portale? So 50-50 Chance, das ist das Motto jetzt. Ja, wenn du das Falschportal nimmst, fängst du wieder ganz von vorne am Anfang des Dungeons an. Alter, ich würde so kotzen. Ich würde so kotzen, Alter. Oh, oh, cool. Okay. Das sieht wie das Finale aus. Da ist ein Speicherheilpunkt und da führt eine Treppe nach oben. Leute. Alter Schwede, was für ein Ort. Ich will erstmal speichern, ne? Sequenz. Ja. どうやら この上が頂上みたいですね. Stairway to Heaven. ここが正念場だな。みんな覚悟はいいか? Nein, ich glaube nicht, aber wir müssen es trotzdem versuchen. とっくにできてるわよ. ここで逃げたら今晩の食事がまずくなるのじゃ。そういうこと。おっさんもさすがに頑張っちゃうよ。私たちを信じて待っている人たちのためにも必ず星網を倒します。フェローやベリウス、エンテレケアたちの思いのためにも。
行こう。Oh Mann, lass mich erstmal speichern und heilen, Leute. Das ist episch. Gott, wie lange ist es schon in diesem Spiel? Das Spiel ist irgendwie Folge 98 oder so, schätze ich jetzt mal, oder keine Ahnung. Wenn wir das durchziehen, sind wir noch unter 100 geblieben. Ich dachte, das wären ungefähr 100, aber ganz falsch lag ich damit auch nicht dann. Ja, wir essen nochmal das gute Meeresfrüchtenschüssel-Ding. Sehr gut, da haben wir schon ein bisschen mehr Defense am Anfang des Kampfes. Soll ich jetzt wirklich mit meiner Hahn im Korb-Truppe losziehen, mit der ich das ein Großteil des Spiels am Ende gemacht habe? Ich weiß nicht, ob die wirklich gut geeint sind, ne? Ich stelle mir jetzt vor, wir müssen gegen Duke kämpfen, das ist einfach logisch. Das Problem ist, Duke ist natürlich ein Schwertkämpfer, das heißt, er wird schnell und aggressiv sein und wahrscheinlich schwer zu staggern sein, das wäre zu einfach. Das heißt, solche Leute, die wenig aushalten und rumcasten, könnten ein Problem kriegen. Rita kann natürlich extrem viel Spell-Damage machen, wenn sie die richtigen Zauber macht. Aber sie hat so wenig HP und sie kann nicht heilen. Estelle kann wenigstens gut heilen. Ganz ehrlich, ich werde Rita rausnehmen. Ich glaube, ich nehme lieber Yuri mit. Ja, dann bin ich zwar auch ein bisschen schwächer, aber das ist okay. Wenn ich es mit Raven nicht schaffen kann, dass es mir zu Raven zu schwer wird, weil Raven ein bisschen sich komisch spielt, dann nutze ich einfach danach Yuri selber. Aber ich würde es gerne so versuchen, Leute. Und natürlich nochmal ein extra Save hier, komm. Und dann würde ich sagen, geht's los. La Finale. Duke. Duke, 俺たちは四属性の精霊を得た。精霊の力は星はみに対抗できる。もう人の命を使って星はみを撃つ必要はありません。あの大きさを見るがいい。たった四体ではどうにもなるまい。四体は要よ。足りない分はブラスティアのコアを精霊にして補うわ。世界中のコアだもん。すごい数になるはずだよ。ついでにオタクの嫌いなブラスティア文明も今度こそ終わり。悪い話じゃないでしょ。人間たちがおとなしくブラスティアを差し出すとは思えん。それとも無理やり行うのか。無理やりなんてしないのじゃ。人々が進んで応じるなんて信じられないのかしら。一度手にしたものを手放せないのが人間だ。分かってもらえねえか。だけど俺たちは俺たちの選んだ方法で星はみを撃つ。もう少し待ってくれねえか。僕たちは人々の決断を、そして僕たち自身の決意を無理にしたくないのです。それで世界が元に戻るというのか。エンテレケイアによりエアルが調整され、あらゆる命が最も自然に営まれていた頃に戻るのかと聞いている。それはお前たちは人間の都合の良いようにこの世界をテルカ・リュミレースを作り変えているに過ぎん。世界が成長の途中だとは考えられませんか。エンテレケイアたちは精霊になることを進化だと考えています。同じようには考えられませんか。彼らエンテレケイアの選択に口を挟むことはすまい。だが私には私の選択がある。
分かってくれねえのは、それをやろうとしている俺たちが人間だからか。人間が信用できないからって放っておいて、手遅れになったらいきなり消そうとするってどうなのよ。お前たちはこの塔がどういうものか知っているか。もともと都市だったこのタルカロンを古代人は自ら兵器に変えた。エンテレケイアを滅ぼすために。あくまでブラスティアの危険を認めようとしない古代人にとって、ブラスティアを攻撃するエンテレケイアは邪魔でしかなかったのだ。そしてエアールの乱れにより星はみが出現した。そうなって初めて人間はエンテレケイアの言葉に耳を傾けた。今の世界は多くの犠牲の上にある。なのに人間はまた過ちを犯した。どうしようもないところまで世界を蝕み、自分たちの存続のためだけに世界の在り方まで変えようとする。そんな存在こそ星はみをも凌駕する破滅の使徒だ。それがあなたが人間を滅ぼそうとする理由なのですか。私は共に誓ったのだ、この世界を守ると。エルシフル、クロームから聞いたか。ああ、彼女、あんたを止めてくれって言ってたぜ。彼女も私たちの話を聞き入れてくれて精霊に転生しました。だからどうか一緒に。ふざけるな。エンテレケイアがその使命を放棄するというなら私が引き継ぐ。お前たちの手段を待つまでもなく、私がこの術式を完成すれば世界は救われる。デューク、やめるんだ。このまま人間が世を治めていけば必ず同じ過ちを繰り返す。そうなれば人の心はすさみ、より辛い未来になるのではないか。たとえそうであっても自分たちで選んだ道です。傷ついても立ち止まっても諦めなければまた歩き出せるはずです。そうよ、間違ったり失敗したりするのを怖がってたら新しいことなんて何にも見つからないもんね。それに私たちはあんたみたいに勝手に決めつけてこの道を選んだんじゃない。みんなで決めたよ。うん、一人じゃ難しいのかもしれない。でも僕たちは一人じゃないんだ。一人でできなかったらみんなで頑張る。そうやって歩いていけるってことに気づいたんだ。だからノジャ、一人で出した答えはいつか必ず行き止まりにぶち当たる。でもみんなで船を漕げばどんな凪でも嵐でもいつか海を越えられるのじゃ。心がつながっている者同士はそれでいいのだろう。だが必ず辛い未来を受け入れられぬ者がいる。それが分からぬお前たちではないだろう。そうね、厳しいけどそれが現実でしょうね。けど変わろうとしていくものを受け止め、考え、また変わっていく。だから何年何十年何百年かかったとしてもいつか受け入れてくれる。今はそう思えるわ。だってそれが生きるということなのだから。変化とは痛みを伴うもの。でもそれを恐れていては前には進めない。誰もが同じように進めるわけじゃないというなら、そのための騎士だ。そのためのギルドです。だな。守らなきゃいけないもんは確かにあるだろうが、おさん、次の時代に生きる奴らの先見てみたいわ。バカどもが変わっていくのを先に行っちまった奴らの代わりにさ。相入れぬな。お互い世界を思う気持ちは変わらぬというのに不思議なものだ。確かに不思議だね。見目麗しき乙女たちのいるこの世界を滅ぼそうなんてさ。Our Raven, true and real. まだどうけるというのか。Was ist der Clown, Alter? Verstehst du es nicht? Ich bin nicht der Clown, Alter. Ich bin nicht der Clown, Alter. Ich bin nicht der Clown, Alter. Ich bin nicht der Clown, Alter.
ここは譲れねえのさ。生きることを選んだ以上は。くだらぬ。来るがいい。Okay, es geht los, Leute. Puh, Stress. Okay.死んでいた方が良かったと思うだろう。死んだ方がいいってことはないんだけどね、実際。私は後悔しない。後悔させない。俺たちの決意はそんな生半可なもんじゃねえよ。Ja, schon zwei durch die versiegelt sind. 必要があれば命を懸けても戦う。Ist nicht gut. Es dauert auch dafür zu lange. Ich mach's mal lieber schnell. Wir nutzen es beide selber halt, um Himmels willen. Gau でしょうね。武者の結論だ。もはや話の余地なし。そりゃ残念なことで。私たちではあなたを変えることはできないのかしら。無駄だ。万物に宿る生命の源泉。前へ。なぎら。まだまだいけるわ。Es ist super nervig, dass sein Schwert die ganze Zeit versiegelt. Das wird so nervig werden. Estelle muss eigentlich öfter jetzt die scheiß Zauber machen. Okay, es versiegelt aber keine Spezialmoves, okay. Dann vielleicht nur Überlimits? Ich weiß es gerade nicht, egal. Sehr gut. Oh oh. Heilen, heilen, heilen. Er hat keine Mystic Art benutzt. Ich schwöre euch, der hat eine zweite Phase oder so ein Mist. Ich sag's euch. Als ob der letzte Boss hier keine Mystic Art hätte. Wenn er der letzte ist, aber ich gehe mal hart davon aus. Als ob der Duke keine Mystic Art hätte, kann man einfach sagen. Das ist Stellenruhe, ja? Ach komm, Viking. Wegrennen kann der kleine Duke. Mehr kann er nicht. Ich bin noch nicht mehr analysiert, mach ich gleich. Bisschen getroffen wenigstens noch. Okay, jetzt analysieren wir ihn erstmal. Wäre vielleicht mal angebracht, ich weiß auch nicht. Ach übrigens, ich sehe es gerade, weil ich es im Nachhinein gelesen habe, dass Maristella, ne, hätte mal den Kampf gegen Seifer nutzen können, wäre die Secret Mission da gewesen. Falls sie mal jemals macht, ist es jetzt. Level 62 ist schon fast tot. Ja, der hat eine zweite Phase, ne, ist doch wohl klar, oder? Dann zeig, was du wirklich drauf hast. Sasuga ni Ferro ga mitometa mono tachi to iu. Daisen no eiyuu ga ore sama ni makeru nante, erai ochibure yō da na. 10 nen mae no ano taisen kara, wareware no michi wa 2 tsu ni wakatareta. Wakatareta michi wa ore to anta no michi ja nakute. Ist es in dieser Szene wirklich so, dass Raven und Duke so viele Dialoge miteinander haben? Oder ist es ernsthaft deswegen, weil ich ihn maile? Also weil ich ihn vorne stehe, aber ihn spiele, das wäre der Wahnsinn. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Anta ga ayumu beki tadashii michi to sou de nai michi yo. Watashi ga ayumu beki michi wa tsune ni hitotsu shika nai. Elshi furuto no yakusoku wo mamoru.
そのために世界を自然な形に戻す。私はそれに準じる。友よ、力を。Jetzt kommt er bitte nicht mit einem Flügel runter. Bitte kein One-Winged Angel jetzt. Na, er hat immerhin zwei. Ne, er hat ganz viele sogar. Schilde, um genau zu sein. Okay, Mr. God himself. Shit, jetzt geht's jetzt richtig los. Jetzt ist die große Frage, werden wir einen Allesteiler brauchen? Aber ich bin gespannt. Erstmal aktualisieren. Level 65, das ist ein gutes Stück höher als wir. Und der hat so viele Lebenspunkte, das ist die letzte Phase. Okay. Mensch? Ist er noch ein Mensch? Halt du erstmal deine nicht vorhandene Mana, bitte, Madame. So, du musst das Gift loswerden, was du hast. Ich hoffe mal, Estelle macht das, aber ich würde erst mal Mana zukommen lassen jetzt. Wir sollten Limit-Trunks nutzen, komm. Ich denke an sowas nicht und jetzt ist mein Zeitpunkt da. Limit-Trunk. Hier ist, wenn ich die Zeit und frei habe für ein Item Limit-Trunk. Jetzt kann ich keine Skills nutzen, zumindest nicht zur Heilung. Nicht so geil. Komm, ey, diese. Oh, ich hasse Bosse, die mit jedem dummen Angriff, den du nicht mehr beugen kannst, Statuseffekte verursachen. Das ist doch einfach nur nervig. Ah, und nochmal Siegeltrunk. Oh, okay. Sind wir voll geheilt genug? Ich hoffe mal ja. Ich noch. Oh, Hilfe. Halt mich. Danke. Oh, das Gift kann ich jetzt nicht gebrauchen. Ah, ist doch nervig, wenn man jetzt ins Menü rein muss, um diesen Scheiß zu heilen, oder? Das ist doch nicht schön. Hey, warum kann ich nicht heilen? Ach, das, weil das, ich sag, das ist nicht Gift. Das sieht aus wie Gift, aber das ist diese komische Mana-Drain-Scheiße, ne? Wie hieß die nochmal? Geistestrank, nicht krank. Oh Gott. Was? Hatte einer gerade 10.000 Schaden? Ach so, das ist so ein komischer. Ich hau euch alle auf einen Lebenspunkt runter, Scheiß, okay. Okay, jetzt müssen wir sofort ein Spezifik nutzen. Ne, eine Leckerei meine ich natürlich. Nutzt das Item. Wer hat jetzt ein Item benutzt vorher? Welcher Idiot? Sie hätten uns töten können jetzt, ne? Es ist rausgekommen. Okay, heilen, heilen, heilen. Ich brauche dringend Mana. Oh Gott, Leute, das. Ich hätte einstellen sollen, dass die Iritus nutzen, ja. Im letzten Kampf wäre das gut gewesen. Das hätte ein bisschen geholfen. Ja, das hilft. Das hilft allein schon, wie die ganzen Buffs hier bekommen. Nimm mir Trunk. Und dann mach ich auch mal eine Ulti, du Bastard. Ich mach dich platt. Not good. Zu weit weg. Ja, egal. Kannst die Ultis eh vergessen. Egal. Spielsystem lässt es einfach nicht zu.
Außer du spielst sie wie Yuri und hackst nur drauf. Klar, das geht natürlich. Alter, war ein Itemverschleiß, aber jetzt ist es der letzte Boss, das ist völlig in Ordnung. Ah Gott, ist das stressig. Komm schon. Nee, jetzt hätte ich euch heilen können. Nein! RP ist Elect 1, HP 1, ist egal. Vollkommen egal. Okay. Nein, nutzt kein Zitronengummi jetzt, Madame. Du nutzt jetzt bitte einen Schleckerei. Und ich heile schnell. Alter, ich... So. Madame braucht dringend Mana, kann sie sich selbst geben. Mit dem Ananas-Gummi, komm. Ich bin gelähmt, ich muss heilen. Nehmen uns schon weg, okay. Gut. Hey, ist noch nicht. Sie sind noch nicht mehr unten, okay. Kann ich mit irgendwas alles heilen? Bestimmt, oder? Mit dem Heiltrank kann ich kommen. Der Scheiß wieder, okay. Wir müssen es einfach nur durchhalten, bis er eine Ulti macht und dann heilen. Okay, du nutzt wieder eine Leckerli. Leckerli, sieh mal durch. Warum kann ich jetzt machen? Ach nein, weil ich gerade Silence bin. Ich muss jetzt Silence bis loswerden, oder? Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Moment. Ich muss jetzt nachdenken. Ich darf keinen Scheiß machen. Kurz nachdenken. Ich muss wiederbeleben. Ich kann ja keine Skills benutzen gerade. Das ist super ätzend. Verfolg du mich ruhig, das ist okay. Halt euch ruhig, das ist okay. Okay. Objekt, jetzt komme ich dran. Siegeltrunk. Das ist das nervig mit den Items, oder? Ich meine. Ja. Das heißt schon mal Buffs für uns, das ist gut. Yuri, hau mal so ein Spezifik raus. Wie viel HP hat er noch? Okay, wir sind über die Hälfte drüber, komm. まだまだいけるね。
Wir brauchen öfters diese ganzen Shadows Heiler, die macht sie zu selten, die werden viel wichtiger. Kann ich auch irgendwie Zauber sagen, wie sie machen soll, oder? Welcher Zauber ist nochmal der, der alle vor dem Scheiß heilt? Ich glaube, Leiden vertreiben. Ja. Auf mich erstmal. Ich kann zu lange. Ja, gut. Okay, TP. Der Scheiß schon wieder los. Ich könnte ja schon brechen, weil wir genau wissen, was passiert und ich kann nichts dagegen tun. Aber ist okay. Vielleicht noch schnell den Limit-Trunk. Können wir danach noch selbst ein Ulti machen. Ich kann nichts machen. Hol ihn wieder. Machst du einfach, Judith. Wie viel noch? Ja, kein alles, Tyler. Kein Yuri-Easy-Mode. Sondern Hard-Mode-Raven mit jedem Scheiß-Skill, der daneben ballert und trotzdem durchgezogen. Wir haben es geschafft. Oh, ist das gut. Das war einmal ganz knapp. Wow. Ich hoffe, das war's jetzt. Das reicht. Das war hart genug. Sumanu. エルシフル約束守れそうにない エルシフルがどんなやつだったのかも知らねえ俺が言っても説得力ねえけど神魔戦争で人のために戦ったエルシフルってやつはダチのあんたに人間を否定して生きることなんて望んじゃいないと思うぜエルシフルの望み世界を守ること生きとし生ける者心ある者の安寧ユーリ急がないとやるぞ行くわよエステル同調してジュディスサポートお願いはい了解よユーリ行くわよドキドキなのじゃ頼むぜ大将あっ
当にブラスティアを捨てたというのか。ならんのか。お願い、まだ終わっちゃいない。エンテレケイア、精霊、人間、エルシフリオ、世界は変われるのか。ダメか。星はみになってたエンテレケイアがみんな精霊に変わったんだ。星はみも世界の一部だった。そういうことね。綺麗、とても。じゃな。やったな。本当にこれで正しかったのか。さあな。ブラスティアを失い、結界もなくなったけど、俺たちは選んじまったからな。生きてる限りは何とかするさ。強いのだな。何、一人じゃないからな。リュウ君、またな。Ich möchte darauf hinweisen, dass ich die Filmsequenzen auf Max gestellt habe, ne? Warum die immer so plötzlich so leise sind. Nicht mein Fehler. Oh Gott. Das war's. Wow. Einfacher Ausweg für Juke-Situationen, aber naja. Okay, das ist wohl der Abspann. Wird der wohl der Abspann sein. Oh, ein Abenteuer. Es war ja von vornherein klar, dass es länger dauern wird. Und für mich teilweise auch schwieriger werden wird, aufgrund des Kampfsystems. Ich glaube, was die Sache anbelangt, habe ich auch in Let's Play genug gesagt. Die wenigen objektiven Probleme, die ich sehe, und die subjektiven Probleme, die ich damit noch habe, den spare ich mir das jetzt mal. Ich hatte Spaß am Game. Überwiegend. Tatsächlich auch. Und, ja. Wird wahrscheinlich erstmal das letzte Tales sein, aber nicht das allerletzte Tales überhaupt. Weil, ich muss schon sagen, es gab Momente im Spiel, wo ich mir gedacht, boah, das ist das letzte Tales, was du hier jetzt playst. Oder spielst. Und dann gab es wieder andere Momente, wo ich mir gedacht habe, boah, ich hätte auch Bock auf noch ein Tales of. Das ist so ein bisschen, so, um es übertrieben zu sagen, so eine Hassliebe geworden fast manchmal. Aber wenn, dann wird es noch dauern, mit Sicherheit. Das war ein großes Abenteuer. Ich bin froh, dass ich es durch habe. Ich freue mich, dass ihr dabei wart.
Ich lasse die Kreation in Ruhe laufen. Für die, die jetzt schon gehen, bye. Bis zum nächsten Projekt oder einem anderen Projekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr wart zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Auch mit meiner Entscheidung, später doch ein bisschen weniger Zeitkram zu machen. Ich persönlich bin damit sehr zufrieden gewesen. Es hat sich besser so angefühlt. Aber gut. Dann wünsche ich euch schönen Tag, schöne Nacht, wie auch immer. Bis zum nächsten Projekt, bis zum nächsten Abenteuer. Und dieses ist nun zu Ende. Mal gucken, ob es am Ende kommt. Ich würde euch empfehlen zu warten, ich weiß es ja nicht. Aber in dem Fall werden wir uns da gleich wieder hören. Bis dann.
Ah ja, ich schätze mal eine Clear Safe Data, die wir speichern dürfen. Wir haben es geschafft. Ja, ich möchte das Speichern gerne beenden. Und das war's, tatsächlich. Okay. Wenn ich richtig verstanden habe, kann man, glaube ich, jetzt diese Clear Data laden. Und dann, glaube ich, wieder vor dem letzten Bossfight. Oder man kann damit einen neuen Lügen Plus starten. Für mich ist das nicht mehr relevant. Ich habe es geschafft. Hier, Lügen Plus kann ich ja schon starten, siehst du? Ja. Wie gesagt, war ein großes Abenteuer. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hab's gepackt. Ich hab's noch mit Raven gepackt, das war mir noch wichtiger. Mit Yuri wäre das natürlich viel leichter gewesen, aber ich hab's mit Raven gepackt. Das ist das Wichtigste. Ich hab tatsächlich auch keine wirklichen vielen Tries gebraucht mehr für die Bosse, ne? Also am Anfang war es echt schwieriger. Aber da haben wir ja genug drüber geredet, was soll's. Okay, dann würde ich diesen Part jetzt auch abschließen. Wir sehen uns in anderen Projekten. Mal gucken, was hier nachkommt. Ich meine, jetzt wo ihr das seht, jetzt steht ja schon fest, weil da schon die erste Folge für aufgenommen werden sein. Deutsch, genau. Aber mal gucken. Ja, wenn ihr noch irgendwas zum Spiel sagen wollt, gerne in die Kommentare damit. Interessiert mich. Vielleicht zu wissen, wer euer Lieblingscharakter war. Für mich war es, denke ich, Raven, auch wenn er eine nicht unbedingt dieselbe Einstellung zu Hitze und Kälte hat wie ich, das ist sehr andersrum, aber sonst war Raven ganz cool. Gut. Lassen wir es hier gut sein. Und schließen Tales of Vesperia endgültig ab. Bye bye.